Ja, ich freue mich, dass heute wirklich sehr zahlreich die Teilnahme ist. Und vor allen Dingen freue ich mich aber, dass ich hier Herrn Raue, Diplom-Ingenieur und jetzt seit Sommer 21 bei Bayern Oil, der Senior Manager im Geschäftsbereich Renewables, Quatsch, was steht hier? Bayern Oil ist. Ein, sag ich mal, Unternehmen, was ja jetzt auch, sag ich mal, im starken Fokus steht, seine Treibhausgasziele zu erfüllen. Sehr ambitionierte Ziele wurden festgelegt in der Bundesemissionsschutzgesetz, die Treibhausgasminderung für die in den Verkehr gebrachten Kraftstoffe zu erfüllen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, vor der Sie stehen, Herr Raue. Deswegen freut es mich, Sie heute hier begrüßen zu können. Und ja, Bayern Oil hat sich schon vor längerer Zeit Umweltschutz sowie einer möglichen nachhaltigen Produktion als Ziel gesetzt. Sie setzen bereits große Mengen, glaube ich, nachhaltig an Biokomponenten, Ethanol und RME-Rapsmethylester ein. Und jetzt, so wie ich auch sozusagen aus vielen Kreisen gehört habe, beschäftigen Sie sich nun mit der Möglichkeit der Elektrolyseproduktion von grünem Wasserstoff. Gucken sich das genauer an. Wo liegt da die Motivation drin? Was erhoffen Sie sich davon? Und ja, würde mich freuen, wenn Sie uns da mal so ein bisschen den Einblick geben könnten. Das würde ich gern machen. Herr Diewald, ein Kollege hat zu mir gesagt, unsere Gesellschaft muss großenkelfähig werden. Ich habe selber Enkel und die werden in 20 Jahren dann auch Kinder haben. Und wir müssten den größten Teil des Weges bis dahin zurückgelegt haben, was die Lösung der Klimakrise angeht, die Überwindung. Und deshalb finde ich, der Mann hat recht und neben der erforderlichen und laufenden gesellschaftlichen Entwicklung gibt es aber auch noch eine technische. Technische Möglichkeiten durch Ausbau und breiten Einsatz von erneuerbaren Energien, die steigen. Und beides zusammen, die gesellschaftliche und die technische Entwicklung, die führen die Bayern Oil Raffinerie auf einen Pfad der Transformation der beiden Standorte, die sie hat, die dabei nicht nur erhalten werden, sondern auch wachsen werden. Und das führt auch zu Produkten auf dem Markt, die zunehmend klimafreundlich werden. Und dabei sehe ich unsere raffineriespezifische Aufgabe darin, bestimmte technische Entwicklungen, wie zum Beispiel auch die Elektrolyse in der Raffinerie, in den industriellen Maßstab zu bringen, später auch in den großindustriellen Maßstab zu bringen und das auf längere Sicht wirtschaftlich interessant darzustellen. Wir haben dazu ein erstes gutes und großes Projekt gemeinsam mit der Vattenfall. Entwickeln wir also große Elektrolyse in Neustadt an der Donau. Und wir sind sehr froh über dieses erste große Projekt und freuen uns, inzwischen auch Teil dieser Community zu sein, die die Fossilen überwindet. Ja, jetzt ist ja bekanntlich aber der grüne Wasserstoff nur ein bisschen teurer. Ist Ihr Projekt jetzt förderabhängig oder ist es von dem, was ich ein bisschen angedeutet habe, von einer vernünftigen Umsetzung auch der RED II oder des Bundesemissionsschutzgesetzes abhängig? Wo glauben Sie, wo geht die Reise dahin? Wir befassen uns auf der Raffinerie neben der Erzeugung von Elektrolysewasserstoff auch mit Technologien zur Herstellung von regenerativem Wasserstoff aus anderen Quellen, zum Beispiel aus Restholz. Wir leben und arbeiten im Süden, dass das Angebot an Grünstrom aus Windanlagen noch nicht so hoch. Da wird aber noch einiges kommen. Unser Partner Vattenfall hat da sehr viel vor. Aber wir verfügen eben auch über nachhaltig zertifizierbares Restholz, das einfach nachwächst und das genutzt werden soll und das wir ebenfalls in die Wasserstoffkreisläufe einbinden wollen, in die Dekarbonisierung einbringen wollen und dem Markt zur Verfügung stehen wollen. Das reicht natürlich, Wasserstoff reicht für uns nicht aus. Wir befassen uns auch mit der Herstellung von Bioöl aus Klärschlamm und mit diversen Recyclingmöglichkeiten.
Technologien, die auf das aufsetzen, was wir aus dem fossilen Bereich kennen und was wir beherrschen. Eine Rolle werden auch PTX-Vorprodukte spielen. Also ich gehe fest davon aus, dass Fischer-Tropsch Crude in einigen Jahren verfügbar sein wird, ein Handelsprodukt sein wird, das wir einsetzen können. Und auch eines schönen Tages werden wir einen Anschluss bekommen an eine Wasserstoffpipeline. Auch wenn wir jetzt schon selbst ein kleines Netz für uns und die Umgebung bauen und basteln, wird es dann also auch Zuströme geben, möglicherweise auch aus Südosteuropa über ein bestimmtes Projekt. Und ja, also wir werden auch diese Vorprodukte später einsetzen, weiterverarbeiten zu Energieträgern für den Markt. Wäre es für Sie auch denkbar, wenn Sie sprachen ja an, also in Bayern wissen wir, Sonne scheint da zwar, aber das ist dann nicht so viel energieerträglich. Windenergie ist weit weg. Auch wenn man jetzt offensichtlich, so wie Aiwanger angekündigt hat, ja vor Ort ein bisschen was machen kann, aber es wird die großen Windschwerpunkte sind in Norddeutschland, das ist eine weite Strecke, aber können Sie sich vorstellen, dass auch eine Beimischung über ein Erdgasnetz und dann über Ihren Steam-Reformer wieder grünen Wasserstoff zu verwenden, das wäre das nicht auch eine Option, eine weitere Option, zu der Sie schon gesprochen haben? Also nach meiner Auffassung müssen wir alle Potenziale nutzen, die erneuerbaren Energien uns nutzen. Und wir dürfen nichts ausschließen und wir müssen da relativ schnell handeln. Beimischen bedeutet, dass wir mit den Produkten, die noch gebraucht werden und mindestens teilfossil sind, dass die aber klimafreundlicher sind. Da wir alle miteinander diesen Temperaturanstieg bremsen müssen, mit den Mitteln des Wasserstoffs und mit anderen Mitteln, müssen wir jetzt handeln. Und es nützt also wenig, hehre Ziele für die ferne Zukunft zu definieren, auch wenn das wichtig ist. Ne? Es muss jetzt was passieren. Und deshalb finde ich, sowohl Gesetzgeber als auch Regulierer müssen uns Handlungsoptionen offen lassen, damit wir das auch tun dürfen. Und müssen das einfach zulassen. Das wäre wichtig in dem Zusammenhang, sodass wir tatsächlich aus allen Quellen, die es an den Standorten im Norden, Süden und Osten und Westen auch individuell gibt, dass wir die alle nutzen. Das heißt, wenn ich Sie richtig interpretiere, ist es jetzt, Sie sagen eigentlich, Sie sind ready to go, aber es fehlt uns einfach sozusagen an dem gestalterischen Umsetzung einer Regulierung, die Ihnen auch ein betriebswirtschaftliches Handeln erlaubt. Wir machen bestimmte Dinge parallel. Wir kommen mit dem Klärschlamm, weil das aus dem Annex 9 der alten RED 2 möglich ist und ins Bioöl geht, kommen wir gut voran. Wir kommen mit der Elektrolyse ebenfalls gut voran, sind auf der Shortliste der IPCEI-Förderung dazu, was ja schon mal sehr, sehr schön ist. Und wir haben, wie gesagt, einen sehr starken Partner dabei, die Vattenfall. Aber mit anderen Dingen, zum Beispiel Wasserstoff aus Holz, überhaupt Biowasserstoff, kommen wir nicht voran. Da braucht es erst noch eine Debatte und wir werden das also diese Dinge zunächst nicht in Stahl und Eisen hinstellen können, sondern hier Studienarbeiten treiben, politische Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis wir das hinbekommen. Okay. Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie statt einer Beimischungsquote jedoch eine Erfüllungsoption sinnvoller fänden. Können Sie da im Zusammenhang nochmal konkretisieren, was Sie meinten? Ich meine, Quoten brauchen wir, wenn überhaupt, dann höchstens mal aus technischer Sicht oder zur Qualitätssicherung. Also Dinge müssen passen und auch für den Endverbraucher passen. Ja. Da könnten Quoten mal sinnvoll sein. Oder auch, um bestimmten Technologien einen Start zu ermöglichen. Aber ich meine, wesentlicher ist, dass wir den Vorrang des Klimaschutzes anerkennen. Dass wir das, jeder Mensch für sich auch ganz individuell verinnerlicht und dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir ein CO2-Budget haben, dass wir ständig fortlaufend abschmelzen, dass wir unser Handeln danach ausrichten. Und das bedeutet für die Verantwortlichen in der Politik, dass sie uns Handlungsoptionen zulassen.
ich finde, das ist besser, als Quoten zu geben. Von Einzelfällen jetzt mal abgesehen. Aber Optionen sind besser. Das ist meine Überzeugung. Gut, aber für den Hochlauf, wie Sie sagten, in der Startphase kann es hier und da mal helfen. Ja. Aber klar, am Schluss muss die TAG-Minderung im Vordergrund stehen. Und die unternehmerische Gestaltungsfreiheit spielt da sicherlich eine wesentliche Rolle. In jedem Fall. Aber wenn ich da nochmal drauf ansprechen darf, weil Sie sagten, Sie sind ja auch mit der Vattenfall in Gesprächen, wie Sie sagten, also offensichtlich ist das alles weit gehoben. Das könnte ich ja, ich stelle mich jetzt mal auf die andere Seite, auf den Kritiker, und er sagt, ja, dann mach doch. Aber wenn wir dann Delegated Acts offen sind, also wie kann ich den grünen Strom wirklich beziehen, damit es am Schluss auch grüner Wasserstoff ist, das alles offen. Ist das für Sie jetzt das entscheidende Kriterium, auch zu sagen, das ist, davon hängt noch die Investitionsentscheidung jetzt wirklich ab? Oder sagen Sie, liegt es an was anderem? Also was können wir mitnehmen als Botschaft an die Politik auch zu sagen? Wir haben hier einen großen und sehr seriösen Industriepartner, der, glaube ich, auch als Arbeitgeber in der Region unendlich wichtig ist. Und woran fehlt es jetzt, dass Sie jetzt sozusagen in die nächste Phase der Defossilisierung eintreten können? Dieser Delegated Act ist schon lang versprochen worden, wird dann irgendwann kommen. Jetzt wird ein Termin im Dezember gehandelt. Das zieht sich alles etwas hin. Es gibt immer wieder neue Begründungen. Die letzte jetzt war, die Bundesregierung in Deutschland soll sich erstmal etablieren. Ja, schön. Und dann haben wir aber bald eine nächste Wahl bei einem Nachbarn und dann die übernächste und so weiter. Also so kommen wir da nicht vorwärts. Also wenn Sie das mitnehmen würden, dass wir hier ein entsprechendes Tempo auch in der EU-Legislative brauchen, dann wäre ich sehr, sehr dankbar. Wir brauchen diese Acts, um uns damit auseinandersetzen zu können. Die müssen einfach da sein, weil wir brauchen diese sogenannte regulatorische Sicherheit, um die Investitionsentscheidung da draufsetzen zu können. Das ist, ansonsten wird das nicht möglich sein, jedenfalls nicht hier. Genau, wenn Deutschland das will, könnte Deutschland auch sagen, wir machen mal selber was und gehen mit gutem Beispiel voran und schieben nicht wieder sozusagen die Verantwortung auf Brüssel und warten auf irgendwann mal. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ausgesprochen hilfreich wäre das, ja. Ja. Ich glaube, was oft untergeht, und ich glaube, die Botschaft, die Sie auch sagen, ist, und ich sehe das ja bei vielen Raffinerien, ist einfach, Sie wollen es gar nicht blockieren, sondern Sie sind offen und Sie wollen sich im Endeffekt diesem Klimazielen, Sie sagten es schön, mit der Enkelverantwortlichkeit auch stellen und sie bewältigen und sind ja auch investitionsbereit. Mir geht diese Botschaft oft einfach unter. Ich glaube, das ist, sollte man nochmal einfach auch der Politik sagen, mir geht es nicht um Verhindern, sondern eigentlich sind Sie viel weiter, habe ich das Gefühl, als die Politik ist im Moment. Ne? Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir hätten nur noch ein wenig Engineering-Arbeit zu tun und könnten dann mit dem Bauen anfangen, ja. Ja. Wir lassen uns davon nicht entmutigen, will ich Ihnen auch sagen dazu. Ne? Also ohne jetzt eine Beliebigkeit fördern zu wollen. Ne? Wir machen dennoch weiter, auch wenn manche Dinge nicht in der Geschwindigkeit, wie man sich das vorstellen kann, weiterlaufen werden. Wir sind uns auch dessen bewusst. Wenn wir nicht in die Puschen kommen, dann fließen Investitionsmittel woanders hin, in andere Teile der Welt oder in andere Teile dieses Kontinents, wo auch immer. Ja. Aber nicht hierher. Das wird passieren. Das ist nicht nur ein globaler Wettbewerb, sondern das ist auch ein globales Investment, was dahinter stehen wird. Also, wir tun von hier aus alles, was wir können, um das Geld auch zu bekommen. Super, Herr Rau. Ich glaube, ich nehme das sozusagen auch als Arbeitsauftrag mit, die Botschaft nochmal ganz klar zu senden. Ich glaube, die Botschaft und vor allem den Optimismus auch nochmal mitzunehmen, das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal. Ja, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mal aus Ihrem Blickwinkel erstens zu berichten, was man braucht, andererseits aber auch die Botschaft zu senden, da ist wieder ein weiterer Player auch im Süden Deutschlands, der nach vorne eilen will, eigentlich nach vorne stürmen will. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir auch erfolgreich sind in sozusagen in der Übermittlung nicht nur der Bitte, sondern auch dann in der Lieferung des Geschenkes sozusagen. Das ist dann ist ja nicht ein Geschenk, aber dass man die ermöglicht, wirklich, dass die Unternehmen auch den Verpflichtungen, die man sich da selber auferlegt hat durch die Bundesregierung, dann auch gerecht werden kann. Ich glaube, das wäre mehr als gerecht und im Sinne, glaube ich, genau wie Sie sagen, unserer Enkel. Vielen, vielen Dank. Mir bleibt noch auf das nächste Monatspromi hinzuweisen.
am letzten Freitag des Monats im November, am 26.11. um 11 Uhr wieder. Diesmal sozusagen auch ein Mineralölkonzern von Total Energies Deutschland, Jan Petersen, die sich genauso vor der gleichen Herausforderung stehen. Mal sehen, ob die anders herangehen oder ob die genauso ambitioniert sind. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bedanke mich bei allen. Ich wünsche allen noch einen verbleibenden Restarbeitstag oder eigentlich schon einen guten Feierabend bei den meisten. Und ich hoffe, dass wir uns bald mit erfolgreichen News zurückmelden können, dass wir hier zumindest den ersten Business Case für grünen Wasserstoff in der Raffinage gefunden haben. Ja, dann bis sozusagen zum 26.11. spätestens. Vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, Herr Diewald. Und danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.